Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Aber nicht wundern, wenn ich bei diesem Jahreshoroskop erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in einer westlichen Astrologie, in einem westlichen Horoskop. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Doriana, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Und hier in diesem Bild siehst du dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Das habe ich in Teil 2 schon alles erklärt. Dieses Bild, ein Geburtshoroskop, bleibt so stehen und symbolisiert oder zeigt die Sternenhimmel über dir in dein Geburtsmoment. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo sich Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind für dich persönlich die wichtigsten Lebensbereiche. Das ist deine Persönlichkeit, die tiefe Geheimnisse, das Leben, die Bedürfnis nach Rückzug, dann Freundschaften, die Berufung ist dir wichtig, Ausland, Auslandskontakte, Bildung, dann auch die Transformation, Partnerschaft und die Arbeit. Das sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Und das bleibt so stehen. Was sich ändert, das bist du, weil du machst Lebenserfahrungen, Lebensschritte. Dein Leben beginnt bei Aszendent oder Lagna, dein Geburtsmoment, das war hier die Schütze, und hier startest und machst Lebensschritte und alle 7 Jahre erlebst du was anderes, weil alle 7 Jahre hast du eine Periode und in diesen 7 Jahren prägt immer ein Tierkreiszeichen. Und das sind in dieser Zeit die wichtigsten Themen. Oder du machst Lebenserfahrungen mit diesem Tierkreiszeichen, du entwickelst dich. Und das ist das Wichtigste. Und jetzt befindest du dich in Periode des Krebses, in Lebensphase Tierkreiszeichen Krebs. Das ist momentan für dich die wichtigste in dein Leben, ein Zuhause zu haben, angekommen zu sein, auch ein gewisser Rückzug, die Ruhe finden. Die Krebs zeigt auch dein inneren Zuhause, das Gestalten, einen inneren Tempel, wo du meditieren kannst, wo du dich zurückziehen kannst in Verbindung zu deiner Seele. Und du nimmst vieles mit Gefühlen wahr zurzeit. Nicht nur du änderst dich, sondern auch Sonne, Mond und Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen und Wandelsternen. Die schnelleren Planeten kommen immer wieder. Da erleben wir nicht immer schicksalhafte Veränderungen, aber die langsameren Planeten, die lösen etwas Schicksalhaftes aus in unserem Leben. Und ich beginne mit dem allem Langsamsten, der letzte Planet in unserem Sonnensystem, Pluto. Januar 2019 befindet sich Pluto im Schütze. Das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Pluto zeigt deine inneren Kraft. Aber das ist eine konzentrierende Kraft in dir und hier lernst du loslassen. Alles, was diese Kraft raubt, lernst du gerade loslassen. Dann beherrscht dein Leben, Pluto herrscht
und zeigt diese inneren Kraft nach außen. Und das wirst du auch tun. Einigen Jahren noch, weil Pluto bewegt sich wirklich langsam. Jetzt habe ich das nicht im Kopf, wie lange jetzt im Schütze ist, aber ob er übergeht im Steinbock, wirkt immer noch auf deine Persönlichkeit. Also einigen Jahren stehst in dieser Pluto-Energie. Pluto ist auch der Erneuerungsprozess und hat auch einen Bezug zur Sexualität. Neptun zeigt deine Träume, deine Visionen, dass du lernst daran zum Glauben, aber zeigt auch die Kreativität, das ist die Inspiration. Neptun ist im Wassermann und bleibt ganzes Jahr im Wassermann. Pluto bleibt auch, Neptun bleibt auch. Hat einen Einfluss auf dein Wert, Selbstwertgefühl und Finanzen, aber auch einen Bezug zum dritten Lebensbereich. Entweder, dass du etwas kreativ gestaltest und zeigst durch Internet, Internetkontakte oder bietest Schulungen an. Dadurch kannst du sogar deine Finanzen verbessern. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse, ist im Widder, bleibt ganzes Jahr im Widder, nach dieser indischen Berechnung. Wirkt auf dein vierter und fünfter Lebensbereich, also du erlebst hier immer wieder plötzliche Ereignisse oder Veränderungen. Das kann auch Umzug sein. Saturn befindet sich auch im Schütze und erteilt dir Lernaufgabe. Und zwar verlange von anderen Menschen, dass sie dich ernst nehmen und setzt Grenzen. Jupiter zeigt deine inneren Größe, bringt auch Glück im Leben. Jupiter befindet sich hier im Skorpion und dein Geburtshoroskop hast du in diesem Bereich Jupiter auch. Das heißt, du hast gerade eine Jupiter-Wiederkehr. Alle 12 Jahre kehrt Jupiter immer in die gleiche Position zurück. Dann kannst du überlegen, was hast du vor 12 Jahren erlebt? Was hast du vor 24 Jahren erlebt? Weil das kann sogar sein, dass die gleichen Themen kommen wieder in dein Leben. Mars ist dein Kraft, wo du dich einsetzt, hier im Fischen. Kann auch eine Begegnung sein mit einer männlichen Person. Venus ist die Liebesplanet, hier im Waage. Waage hat auch mit Beziehungen etwas zu tun. Das heißt, für dich ist das ein wichtiges Thema. Kann auch bedeuten, dass im Freundeskreis erlebst du diese Liebe oder hast du eine Verbindung zu einer weiblichen Person gerade. Sonne ist die Lebensenergie, Lebenskraft, auch im Schütze. Und Merkur sorgt für Gespräche, also setzt einiges in Bewegung. Das heißt, zurzeit hast du viel los gerade oder hast viele Gespräche. Ich kann die Mondbewegung jetzt nicht erklären, weil sonst ist diese Aufnahme zu lang. Aber du kannst mein Tageshoroskopen betrachten, wo ich jeden Tag zeige, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Und dann kannst du das auf dein Geburtshoroskop umsetzen. Aber die Vollmond-, Neumond- und Halbmondposition möchte ich doch erwähnen. Halbmond ist immer wichtig, dass wir zurückziehen, nachdenklich sind oder wir sollen über etwas meditieren, zur Ruhe kommen. Und immer in diesen Themen, was die Tierkreiszeichen beschreibt, wo gerade dieser Neumond stattfindet. Und diesem Lebensbereich, wo bei dir im Geburtshoroskop diese Tierkreiszeichen ist. Wenn zum Beispiel
ein Neumond im Steinbock ist, dann sollst du in diesem Tag nachdenklich zu sein, wie bringst deine Finanzen in Ordnung. So kannst du das vorstellen. Ein Vollmond ist Licht, sucht die Klarheit und sucht auch die Wahrheit. Genau so immer in diesem Lebensbereich, wo sich das befindet im Horoskop, und immer die Tierkreiszeichen zeigt die Themen. Bei Widder zum Beispiel ein Neuanfang, bei Stier die Finanzen, bei Zwilling die Kontakte, Kommunikation, bei Krebs unserem Zuhause und so weiter. Also zeigt auch die Themen an. Und Halbmond ist immer Spannung, innere Unsicherheit oder Nervosität. Kann auch bedeuten, dass du ruhig bist, aber erlebst, dass alle anderen sind hektisch in deiner Umgebung. 21. Januar ist Vollmond in Zwillinge, gleichzeitig ein totaler Mondfinsternis. Das heißt, wir schauen unserem Schattenseite an, kommt vieles hoch in Oberfläche. Gibt es auch hier bei diesem Mondfinsternis auch karmischen Themen, weil ein Mondfinsternis ist immer auf den karmischen Knoten. 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau. Wenn schon bei karmischen Knoten sind, Ketu, was die alte Karma symbolisiert, befindet sich bis Ende März 2019 im Steinbock. Und Rahu, die neue Richtung, die Suche nach etwas, die Suche auf unserer Aufgabe oder die Suche nach unserem Platz des Lebens, diese Rahu-Energie ist hier im Krebs bis Ende März. Februar, schauen wir das an, was ändert sich? Februar ist Sonne und Merkur im Steinbock. Die Lebensenergie fließt hier im zweiten Lebensbereich. Kann bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst und das hat mit Finanzen etwas zu tun. Kann auch bedeuten, du kaufst ein Buch und gibst Geld aus. Venus befindet sich Februar im Schütze. Und das hat mit deinem Auftreten, mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Und du bist als Frau wahrgenommen. Kann auch bedeuten, dass du eine persönliche Verbindung, Kontakt mit einer weiblichen Person hast. Und in dieser Zeit ist auch möglich, dass du in dein Aussehen etwas veränderst, wie ein neuer Haarschnitt oder ein anderes Kleid, ein anderes Auftreten. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. März. Mars ist im Widder. Hier setzt du deine Kraft ein oder hast eine Verbindung zu einer männlichen Person, hilft dir in deiner Wohnsituation etwas oder besucht dich. Sonne ist im Wassermann, die Lebensenergie fließt, zweiter, dritter Lebensbereich. Venus ist im Steinbock, hat mit Finanzen auch was zu tun. Das kann bedeuten, du kaufst etwas Schönes für dich. Und Merkur befindet sich im Fischen. Also hier hast du die Gespräche, die Bewegung, dritter, vierter Lebensbereich. Oder unterschreibst einen Vertrag, was mit deiner Wohnsituation etwas zu tun hat. Rückläufigkeit bedeutet, wenn etwas gebremst ist, aber bedeutet auch Vergangenheit.
alten Themen kommen wieder auf den Tisch. Oder jemand meldet sich von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. 6. März ist Neumond im Wassermann, 14. März ist Halbmond im Stier, 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond im Skorpion. April, Jupiter übergeht im Schütze, das vergrößert dich, bringt dir Glück, aber Vorsicht bei Jupiter-Energie, wo etwas vergrößert, kann sein, dass in dieser Zeit etwas zunimmst. Rahu und Ketu ändert sich die Position. Ketu, was die alte Karma symbolisiert, die Vergangenheit und diese Erinnerungen, Ketu befindet sich im Schütze. Hier aktiviert bei dir persönlich etwas und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Alten karmischen Erinnerungen, Begegnungen. Rahu, was die neue Richtung symbolisiert und deine Seele sucht es auch. Die Rahu-Energie ist hier in Zwillinge und aktiviert bei dir die Partnerschaft. Und Rahu bleibt ganzes Jahr in Zwillinge, ab April. Mars ist im Stier. Hier setzt du deine Kraft ein bei der Arbeit, kann auch eine männliche Person sein in diesem Bereich. Merkur, Venus ist im Wassermann und Sonne ist im Fischen. Die Lebensenergie fließt, dritter, vierter Lebensbereich und Merkur, Venus ist im Wassermann. Merkur ist rückläufig und kehrt zurück zum Wassermann. Hier hast du Gespräche, kann auch bedeuten Kontakt zu einer weiblichen Person. 11. April ist Jupiter rückläufig, 25. April ist Pluto rückläufig, 30. April ist Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen. 12. April ist Halbmond im Zwillingen, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai 2019 Jupiter kehrt wieder zurück zum Skorpion, ist auch rückläufig, kehrt wieder zurück zum Skorpion und Merkur, Venus ist in Fischen. Hier hast du die Gespräche, das kann auch mit einer weiblichen Person sein und Sonne, die Lebensenergie ist im Widder. Und hier hast du natürlich die schöpferische Kraft. Sonne hat in deiner Wohnsituation auch einen Einfluss. 4. Mai ist Neumond im Widder. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. 18. Mai ist Vollmond im Waage. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Venus ist im Widder. Das kann ein Neuanfang sein in die Liebe. Und das sollst du genießen. Vergiss nicht, 5. Lebensbereich heißt Lebensfreude. Sonne und Merkur ist im Stier.
Und Mars ist in Zwillinge. Sonne, Merkur, Stier. Hier fließt die Lebensenergie, hast du die Gespräche. Und Mars ist im Zwillinge, ein männlichen Person. Und hier ist die Partnerschaft. 22. Juni ist Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Juli. Venus, Sonne, Merkur, Mars. Juli ist Sonne und Venus in Zwillinge, Mars und Merkur ist im Krebs. Sonne, Venus, Zwillinge aktiviert bei dir Arbeit und Partnerschaft und Mars und Merkur ist im Krebs, genau hier im Krebs. Das kann auch ein Gerichtstermin sein, das kann auch die Finanzen bedeuten von deinem Partner, Verhandlungen, bei Merkur gibt es auch Terminen oder irgendwelche schriftlichen Sachen mit irgendwelchen Ämtern zum Erledigen. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August. Merkur ist in Zwillingen. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Hier im Krebs handelt es sich um die Partnerschaft, aber auch Veränderungen, Wandlung, kann auch ämtlichen Themen sein oder Gericht. Gerichtsverhandlungen ist bei 8. Haus auch möglich. 12. August wird Jupiter direktläufig, also ändert sich die Richtung und Jupiter hat mit Gerechtigkeit, mit Rechtlage auch was zu tun. Also ab 12. geht in andere Richtung oder bewegt sich alles voran. 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock. 23. August ist Halbmond im Widder. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Das ist dieser königliche Stern und das Herz der Löwen. September. So, Merkur ändert sich. Sonne, Mars, Venus ändert sich. Schauen wir das an. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und beeinflusst hier den 9. Lebensbereich, die Bereich Ausland, Auslandskontakte, Reisen, ist gut möglich, dass du auf die Reise gehst oder machst eine Ausbildung. September ist sehr wichtig, weil 19. September wird Saturn direktläufig. Saturn wirkt hier auf deine Persönlichkeit und auf dein persönliches Leben. Bis dahin ist rückläufig, bremst alles und hier
ab 19. September dreht sich alles in andere Richtung und plötzlich geht alles voran. Und das trifft dich schon persönlich, das ist im Schütze. Also 19. September wird Saturn direktläufig, läuft alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Und das hat mit deinem Ansehen was zu tun, mit Respekt was zu tun, aber auch mit Berufung was zu tun. Aber Jungfrau wirkt noch auf die Reisen, auf Ausland, Auslandskontakte auch. Und Oktober ist Merkur im Waage. Das kann bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst in einen Verein, wie zum Beispiel einen Sportverein. Oder hast du mehr Kontakte mit Freunden, Bekannten. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Mars ist im Jungfrau. Hier ist die Lebenskraft. Dich zu behaupten kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hast du diese Verbindung im beruflichen Umfeld. Sonne ist im Waage. Da fließt die Lebensenergie. Und Merkur, Venus ist im Skorpion. Merkur, Venus, Skorpion, schau mal, das ist die 12. Lebensbereich und das sind die Geheimnisse. Und das bedeutet, Venus, Thema Liebe, Partnerschaft, Merkur, Gesprächen, halte dich zurück, sprich nicht über Privates. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person erzählt ihre Geheimnisse. Aber sollst du selber aber schweigen? Das ist hier auch die geheime Feinde. Und das kann auch bedeuten, dass jemand, und das ist eine weibliche Person, spricht über dich hinter deinen Rücken. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig, 28. November wird Neptun direktläufig. Und das heißt, du kannst endlich deine Träume leben oder deine Vision, deine Vorstellung leben oder bist du kreativ. 4. November ist Halbmond im Steinbock, 12. November ist Vollmond im Widder, 19. November ist Halbmond im Krebs, 26. November ist Neumond im Waage. Dezember. Dezember ist Mars und Merkur im Waage. Das kann bedeuten, dass du Gespräche hast mit einer männlichen Person im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst mit Mars-Energie, kann auch Sport sein, ein Sportverein. Venus ist im Schütze und Sonne ist in Skorpion. Sonne ist im Skorpion, Venus ist im Schütze. Wieder bedeutet das, entweder hast du mit einer weiblichen Person mehr Kontakt oder du änderst in dein Aussehen, neue Kleid, neue Frisur
Und die Sonnenenergie hier im 12. Lebensbereich, entweder siehst du die Geheimnisse, schaust hinter geschlossenen Türen, was andere versuchen vor dir zu verbergen, kann auch bedeuten, dass du Rückzug und Ruhe brauchst, damit wieder in deine Energie bleibst. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Doriana, das war diese Jahreslegung 2019. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.